meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen kleinen Staffel eines neuen kleinen Projektes Going Medieval. Wollen jetzt aber mit dem neuen Update nochmal von vorn beginnen. Wir haben Wasser, wir haben Wasserfälle und wir haben viele Möglichkeiten, wie wir ein noch schöneres Dorf kreieren können als in der Vergangenheit schon. Freunde, und damit kommen wir zu Toshi Switch. Nach einem großen Erbfolgekrieg gegen die Nachbarn um 1353 begannen die Flüchtlinge, angeführt unter dem Da Vinci-Clan Toshimiro Da Vinci, sich eine neue sichere Heimat zu erschließen. Nur mit dem wenigen am Leib und einer Handvoll Ausrüstung wanderten sie durch die schmelzenden Gebirge. In diesen einst friedlichen Bergen fanden die jungen Siedler ein solides Fundament, um die neue Burg Rheinturm zu erbauen. Hierzu folgten Kuttberg, der alte Onkel des großen ehemaligen Toshi Senior, Gel, der kleinen Schwester, und Toshi, dem Ruf der Da Vincis, und begann direkt mit dem Neuaufbau. Doch werden diese tapferen Recken mit dem wenigen ihre Ziel erreichen und eine wirtschaftliche florierende Gemeinschaft, und so beginnt die Geschichte im Frühling. Gel ist zuversichtlich, sogar trotzig, wir werden das hinbekommen. Ich werde unseren Anteil an Land nehmen, dort bauen und verteidigen. Viele haben es versucht, einige sind gefallen, von Banditen bedrängt, von der Dürre besiegt. Doch viele haben sich auch durchgesetzt. Hab Vertrauen, der Ort, den wir gefunden haben, wird auch in Jahrhunderten noch stehen. Unsere Nachkommen, der Da Vincis, werden noch dort sein. Die Gefährten wandern durch die Landschaft mit den sanften Hügeln und alten zerfallenen Festungen. Jeder Aufstieg belohnt Toshi mit einer Aussicht, die sich über viele Meilen erschreckte. Keine feindliche Annäherung würden ungesehen bleiben, dachte er. Sie errichteten ein Lager, das mit der Zeit zur Siedlung Rheinturm werden sollte. So, Freunde, und damit sind wir wieder zurück in unserem kleinen Imperium. Also, was will ich machen? Wir haben jetzt dieses neue Update. Mit dem neuen Update können wir endlich jetzt auch hier Flüsse machen, dort fischen und alles. Und ich möchte eine Burg bauen, wo der Fluss wie durch einen Kanal, also wo Fluss wie ein Kanal einmal da durchgeht. Das bedeutet, der Fluss geht dann hier oben lang und wird dann einmal durch die Burg geführt und fällt dann hier runter als starker Wasserfall an der Kante unserer Burg wieder runter. Ob wir das Ganze schaffen und wie wir das schaffen, dafür haben wir die ganze Staffel Zeit. Also schauen wir uns das mal an, was wir denn hier haben. Ihr kennt mich, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden den Fluss einfach hier künstlich ein bisschen deformieren. So, wir haben einen soliden Boden, denn wir haben hier Kalkstein und wir haben Eisen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber wir werden unsere Burg nicht untergraben. Das wird ziemlich bescheiden. Also was machen wir? Was machen wir? Wir haben hier Fische. Das ist auch nicht blöd. Was haben wir hier? Erdhaufen. Wir könnten hier auch die Burg bauen. Und hier. Also das hier wird ein riesiger Turm für die Burg. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein riesiger Turm. Vielleicht machen wir hier den Bergfried. Schneiden das Ganze dann hier ab, dass nur das Wasser hier ein bisschen das trennt. Und von dem Bergfried geht es dann runter, hier rüber. Dann über eine Brücke, über den Kanal später. Dahin. Aber eins nach dem anderen. Wir haben jetzt hier erstmal ein totes Tier. Warum haben wir ein totes Tier? Okay, wie dem auch sei. Irgendwo müssen wir anfangen. Toshi muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Also, wir haben Toshi. Toshi den Großen. Er ist unser Nahkämpfer. Kriegt den Speer und das... ein bisschen Rüstung. Aber kriegt er ein Speer? Und ein Schild? Nein. Er kriegt ein Beil. Ich glaube, die sind beide Supermeisterschützen. Ich würde Gel die Armbrust geben. Und Kuttberg nimmt den Bogen. Ja, das machen wir. So, die werden alle erstmal hier Bergbau machen. Und dann werden wir ein Lager errichten. Hier brauchen wir später ein bisschen Verteidigung. Wir sind so ein bisschen Turm, wisst ihr? So ein Vorbau, wo die Leute dann nicht stehen können mit ihren Bögen. Das bedeutet, hier wird Mauer sein. Da ich ja gerne eine doppelte Mauer mache, wäre dann hier unser erstes kleines Lager. Da kommt jetzt erstmal alles rein. So, damit haben wir schon mal ein kleines Lager. Und dafür brauchen wir Holz. Und auch Holz haben wir hier vorne. Genau, direkt mal hier ernten, dann haben wir was zu futtern.
Bam. Und so, Freunde, ist der erste Meilenstein für, wie heißt unser Dorf nochmal? Rheinturm gemacht. Ich sag euch jetzt schon, das wird so episch aussehen, wenn hier später der Bergfried draufsteht. Und dann geht das dann hier weiter und dann müssen wir einmal hier rum oder hier rum. Und dann geht das dann hier über den Kanal. Aber den Kanal müssen wir erstmal bauen. So lange können wir hier fischen. Ich bin schon ganz aufgeregt, Freunde. Ganz aufgeregt. Stopp. Was fehlt mir hier? Wir machen hier zwei Fenster ein. Endlich wieder Going Medieval. Schön, dass du es wieder zockst. Danke dir für den Support, Dragon. Schön, dass du wieder zurück bist. So, es geht weiter. Ja, wir machen einen Aufnahmestream, Freunde. Das bedeutet, wir sind sogar mit ein paar Leuten live. Dabei werden wir hier die ersten Grundsteine setzen. Und Stück für Stück diese Staffel neu aufbauen. Für YouTube. So, jetzt machen wir hier, wo unser Lager ist, auch noch ein bisschen Holzfackeln. Kopfstuhl, der ist neu. Aha. Anstelle des Dings. Schön. Das Lager haben wir damit auf jeden Fall schon mal fertig. Lass mich jetzt mal die Sachen ins Lager bringen. Und bauen gegenüber die erste Schlafkabine. Oder nehmen an. Für Betten brauchen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3. So. Lass mich dann ganz kurz nachdenken, Freunde. Wir müssen jetzt mal hier ein Türchen bauen. Ersten vier Bettchen. War alles ein bisschen eng damals. Andere Zeit. Machen wir die aus Lehm oder aus Stein? Ich würde die gerne aus Stein machen, aber das können wir noch nicht. Aber ist nicht schlimm. Da machen wir zwei Fenster hier. Und da setzen wir zwei Fackeln. Und weiter geht's. Morgen frei oder warum so spät noch am Stream? Nee, tatsächlich hatte ich einfach mal Lust, wenn ich jetzt die ersten Folgen aufnehme für die neue Staffel, dass wir direkt das in einem kleinen Stream machen. So, damit haben wir jetzt die ersten Nahrungsmittel gelagert. Wir haben unsere Kühe rübergebracht. Dafür müssen wir noch ein Gehege bauen. Provisorisch werden wir, denke ich, hier, wo die Bäume sind, erstmal irgendwas setzen. Wir haben ein erstes Schlafzimmer. Aber wir brauchen Heu, Freunde. Ohne Heu. Außerdem haben wir hier Kadaver, wo die Vögel schon dran rumgepickt haben. Das heißt, ich weiß nicht, ob der noch frisch genug ist zum Essen. Aber hier ist Heu. Und nur zwei. Ne? Oder ist hier oben auch was? Überall liegen tote Tiere. Was ist denn hier los? Ist dieses Tal verflucht? Hm. Falsch ausgeführte Pflanzen. Was? Jetzt kriege ich kein Holz deswegen. Zumindest mögen die sich. Oh, jetzt denkt sie aber trotzdem negativ über ihn. Bestimmt hat er etwas über ihre Haare gesagt. Ah! Wie kannst du was über die Haare einer Frau sagen? Du bist so verrückt. Selber schuld. Naja, manche lernen halt mit der Zeit. Wie die da rüber schwimmen, das ist einfach so Porno. Ich meine, so cool.
Gott, ich reiß dich zusammen. Das mit dem Kadaver ist schon lange so. Ach, ne. Okay, ja gut. Ich habe auch lange nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Bettchen. Ein bisschen was zum Lagern für die. So, wir werden Holzboden als Dach darüber machen. Weingittersboden. Belüftung, Entwässerung und den Blick zwischen den Ebenen. Belüftung. Das könnte mal ein Thema werden. Und den Rest machen wir dann mit normalem Holz. Oh! Nee, das ist jetzt noch gar nicht so eine schlaue Idee am Anfang. Kann man immer noch ändern. Wer weiß, warum das so eine doofe Idee ist? Eine Livestream-Staffel. So, Freunde, wir sehen schon, wir haben den allerersten Baustein gesetzt und es wird schön sein. Also, wenn wir jetzt das Ganze hier weiter beobachten, wäre der nächste Schritt, eine Werkhalle zu bauen. Also dieses Vordorf hier am Anfang, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt bin ich nur noch am Überlegen, ob wir das hier mit Erde oder mit Stein ausfüllen und dann hier oben weiterbauen. Quasi hier als erster Schritt und dann geht es hier oben weiter und hier oben geht dann die Brücke später zum Bergfried. Das wäre definitiv eine Idee. Dafür brauchen wir aber viel Erde. Wie viel Erde haben wir denn? Wir haben gar keine Erde. Ah. Wo nehmen wir denn die Erde dafür? Wir könnten hier ein bisschen was machen. Das Kalkstein. Ich hab's. Dann machen wir hier wieder so einen Ausguck. Form das Ganze hier ein bisschen. So, wenn das nicht genug Erde gibt, wo will ich denn dahin? Ne. Guck mal, dann können wir hier auch schon unsere Vorposten. Die machen wir noch weg. Also wenn das nicht genug Erde gibt. Das Gute ist, die haben jetzt schon Betten, auf denen die schlafen können. Kriegen nicht ganz viele Minuspunkte. Aber Holz brauchen wir. Wir brauchen Unmenge Holz am Anfang. Grabt, meine kleinen Kinder. Grabt, denn wir werden uns weiterentwickeln. So, der nächste Punkt ist, wir werden hier eine Steinmauer vorsetzen. Das bedeutet, die kommen weg. Dann haben wir hier einen Gang aus zwei, das passt. Und hier kommt Stein. Boah, ihr seht schon, ich bin voll drin. Ich bin voll in der Planung drin für unser Kleinstorf. Hier werden wir auch was machen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie wir das definieren. Am besten hier abschneiden. Aber wenn wir hier abschneiden, wird das Wasser hier wegfließen. Das ist schlecht. Ich werde sowieso einen Burggraben machen. Lol, Freunde, das ist die Idee. Wir werden dann hier später das Wasser fließen lassen in einen vordefinierten Burggraben, der dann hier einmal rumgeht. Einmal hier auch rum um den Bergfried. Das wäre definitiv eine coole Idee. So, Terraforming. Also, wir haben jetzt Erde. So ein Lehmwand. Angeln ist neu. Cool.
Ansonsten sehe ich jetzt noch nicht so viel Neues. Das kommt aber mit der Zeit bestimmt. Ah, war ein bisschen Kalkstein untergemischt unter der ganzen Erde. Und jetzt schwimmen die wieder rüber. Wir müssen da sowieso hier einen Kanal machen mit der Wand, weil wenn die jetzt schwimmen, dann schwimmen die ja hier einmal einfach rüber, da sind die am Bergfried. Also müssen wir da sowieso uns was überlegen. So, Freunde, das war der erste kurze, aber schöne Einblick in die neue Staffel Going Medieval. Und ich bin froh, wenn ihr mich weiter unterstützt, weiter begleitet und freue mich, mit euch in die nächste Folge zu gehen. Also gerne liken, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.